Formationen und Wälle gegen die verbündeten Feinde gemeinsam anrennen. Florenz ist diesem Ansturm nicht gewachsen. Die Übergabe besiegelt das Schicksal der Republik. In den Wirren der Stadt zerschmettert ein herabstürzender Balken den linken Arm des Davids. Michelangelo flieht. Seine Freunde werden gefangen und hingerichtet. Ihm schenkt der Papst. In den Nächten des Alters flackert in der bescheidenen Werkstatt des Meisters in Rom ein einsames Licht über der Arbeit, die er für sein Grabmal bestimmt hat. Dem Alten in der Kreuzabnahme gibt er sein eigenes Greisengesicht. Zu einem späten Besuch in seiner Werkstatt sagt er, ich bin so alt, dass mich der Tod oft am Rocke zupft, um mitzukommen, und eines Tages wird mein bisschen Lebenslicht auslöschen. Schatten bitterer Trauer lasten über dem Berg. Der Schöpfer des jüngsten Gerichts geht seiner letzten Prüfung entgegen. In tiefster Qual entstammen diese Zeilen seiner Hand. In solcher Knechtschaft, solchem Überdruss, auf falschem Weg, in großer Seelennot, soll ich hier Gott entstammte Dinge meißeln. Thank you.
diesem Tage schloss Michelangelo Buonarroti, Bildhauer in Rom, wie er sich nannte, für immer die Augen. Sein Arzt schreibt an den Herzog von Florenz: Heute Abend ist zum besseren Leben eingegangen der ausgezeichnete Mann und wahrhaft ein Wunder der Natur, Michelangelo. Es ist sein Wunsch gewesen, dass sein Leichnam nach Florenz gebracht werde. Ich bitte Eure Exzellenz, den Willen des Verstorbenen zu erfüllen, damit Eure herrliche Stadt höchste Ehre erlange durch die Gebeine des größten Mannes, den die Welt je sah.